Alô? Hier zur Schule kam, waren nun ein bisschen weiter weg von den Eltern, fanden uns noch nicht ganz zurecht und wurden schon von den großen Schülern gestresst. Und ich sag's euch, es ging alles so, man suchte sich dann auf und ging grad los. Die viele Kantine und die Lehrer sowieso, man musste sich hin, kann stellen wir Pausen groß. Doch das alles sind nur die negativen Dinge. Was denn? Sind die Nordwesten, Freunde, solche, die für einen immer da sind, die hast du auch gefunden. Ich hoffe, bestimmt, okay, einzuleben in die Klasse war nicht einfach. Und mit dem Lehrer, was auf so einem Platz? Man wusste nicht, wie weit man gehen konnte, wie sie die Nerven von unseren Eltern formte. Aber echt, jetzt habe ich so viel gelernt und hab schon zu viele Male einfach nur Protest. Doch mein Lehrer hat die guten Zeiten in mir gesehen und gab sie mir so geschickt zu verstehen. Und irgendwann habe ich doch mal gecheckt. Doch, es hat die Schule genervt. Wir waren uns, alles ist verändert und die Zeiten, die haben sich auch geändert. Wir sind nicht mehr zu erkennen, sei es wegen den Kleidern oder sei es wegen dem Aussehen. Und wir wurden älter und die Jahreszeit kälter. Das Thema war dann Skilager, alles räumt sich heraus, keine Frage. Man lernte seine Freunde besser kennen und konnte auch neue Leute kennen. Ja. Ja, so warst du kein Lagerhaus, abends rumhängt, am Feuer mit Sound. Ja, war geil. Sonst gab es doch noch viele schöne Momente, doch nicht immer war es schön für alle fünf Kassen. Einige Lehrer gingen in Rente, aber sie sind noch oft auf dem Strand. Und auch in der Schule, die sie nirgendwo verlassen haben, die die Schule kamen, ein Tag nach ihrer Zeit waren. Ja, wir hatten alle so eine tolle Zeit zusammen, dann kam die Zeit, auf die wir alle gewartet haben. Yeah, das dritte, fünfte Schuljahr, es kam so wie erwartet, so lange darauf gewartet, es kamen neue Schüler zu uns. Sie zu nerven, weil keine großen Kunst sind, die waren nun die Großen. Auf dem Platz und der Unterschied, der war einfach krass. Wir waren zu alt und haben ja vieles erlebt und die haben sich erst jetzt gerade eingelegt und man war immer vorne beim größten Stand und da hatte auch jemand Wort richtig gern. Mann, was waren das für geile Zeiten? Kann mir gar nicht vorstellen, dass die jetzt mal vorbei sind. Die vielen Zeit, die wir auch immer machen, die waren immer schön. Wir können drüber lachen, weil immer viel Spaß dabei war. Doch jetzt ist es klar, dass alles so fast so vorbei ist. Aber zu der Zeit sind gar nicht kommen erstmal die Ferien. Jede Menge Partys, die Lust auf die Spiel. Für neue Gelegenheiten zu leben, was zu gewinnen. Wir müssen uns vorbereiten, für andere Zeit sicher kommen werden. Noch ganz so einen Trinken, aber zuerst müssen wir Zeit nehmen, Lehrer zu bieten. Das sind viele wichtige Dinge, weil wir gebracht haben. Man kann nichts Schlechtes, die muss ich sagen. Und ja, wir werden gehen und wir werden bleiben. Bleibt keine Zeit zu weinen. Okay. Ich hier auch zu scherzen, aber diese Abschluss geht mir wirklich zu Herzen und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, egal ob ihr zu uns hier oder ich war das auch. Ich bin noch hier, der auf der Bühne mit Serge, mein Bro, bist du? Ich hab dich erst. Ich bin noch nicht ganz auf dem Profil, aber ja.